Eidechsen und Schlangen sind tödliche Reptilien und sie sind auch großartige Jäger. Hast du schon einmal gesehen, wie eine Schlange ein Reh verschluckt? Wie wäre es mit zwei Echsen im Sumo-Ring? Wenn du die Welt der Echsen, Schlangen und Reptilien entdecken willst und wissen willst, wie sie vorgehen, dann schau weiter zu, denn wir zählen 15 Jagdmomente der tödlichsten Reptilien, Echsen und Schlangen herunter. Nummer 15. Eidechse gegen Schlange. Wir sind daran gewöhnt, dass Schlangen ihre Beute verschlucken. Aber in diesem Video ist es genau andersherum. Eine Eidechse greift eine Klapperschlange an, tötet sie und schluckt sie dann ganz. Das nenne ich mal ein Stück deiner eigenen Medizin. Das ist Australiens größte und härteste Eidechse. Sie wiegt etwa 15 Kilogramm und ist mehr als 2,7 Meter lang. Der Perenti ist der König der Eidechsen, ein furchterregender Spitzenprädator, mit dem sich nur wenige Kreaturen messen können. Dieses riesige Männchen ist ein bekannter Wüstenpirscher, der auf der Jagd nach Beute ist. Mit seinen fein abgestimmten Sinnen sucht er im Gras nach Beute. Seine Augen sind sonnenbeschienen und reagieren auf kleinste Bewegungen. Er schmeckt all die leichten chemischen Spuren der Beute, indem er mit seiner Zunge die Luft ableckt. Geht nichts und er begnügt sich meistens mit kleineren Nagetieren. Da es im Landesinneren Australiens nur wenige potenzielle Mahlzeiten gibt, ist er auf Aasfresser angewiesen, aber da er ein sehr aktiver Jäger ist, braucht er gelegentlich eine größere Mahlzeit. Wombats und sogar einsame Dingos werden von einem Perenti seiner Größe aggressiv gejagt. Der Perenti ist nicht wie die meisten Reptilien, die nicht im Traum daran denken würden, es mit einem roten Känguru aufzunehmen. Er hat Fähigkeiten, die anderen Echsen fehlen. Perentis sind in der Lage, gleichzeitig zu laufen und zu atmen. Um ihn mit Sauerstoff zu versorgen, besitzt er ein großes Atemrohr und starke Halsmuskeln, die wie Blasbälge funktionieren. Trotzdem ist das Känguru ein harter Gegner. Seine größte Chance ist es, unerwartet anzugreifen. Er konzentriert sich auf die schwächsten und verletzlichsten Mitglieder der Gruppe. Aus dem faulenden Maul des Raubtiers sickert mehr als nur Sabber. Der Biss des Perenti hat sich in letzter Zeit als giftig erwiesen. Die Verfolgung hat begonnen. Es ist ein Wettlauf mit Geschwindigkeit und Wendigkeit. Auf einer offenen Ebene wäre das Känguru viel schneller. Beim Durchqueren des niedrigen Wüstengebüschs hat es jedoch Mühe, seine volle Geschwindigkeit zu erreichen. Am Ende wird das Perenti von diesem legendären australischen Sprinter überholt. Aber das ist keine Schande. Der Perenti konzentriert sich jetzt auf eine ganz andere Situation. Er ist auf eine frisch gefütterte Mulgerschlange gestoßen. Sie ist eine der giftigsten Schlangen der Welt und stellt für die meisten Reptilien eine ernste Gefahr dar. Der Perenti hingegen ist unnachgiebig. Die Schlange ist keine Bedrohung für ihn, weil sie zu groß ist und Perentis haben aufgrund von Äonen und Koevolution eine Resistenz gegen Schlangengift entwickelt. Die Mulgerschlange ist also in Gefahr und der Perenti zögert nicht einzugreifen. Das ist eine reichhaltige Mahlzeit, die dem skrupellosen Raubtier die nötige Energie gibt, um seine nächste Beute zu verfolgen. Dieser Wasservaran findet eine Schlange in einem Hinterhof und hat keine Mühe, die Schlange mit seinen kräftigen Kiefern zu zerquetschen. Nummer 14. Eidechse gegen Hirsch. In diesem Video wird ein Reh gebissen und versucht sich zu retten, indem es in den Fluss fliegt. Der Komodowaran hingegen hat einen starken Geruchssinn, der bis zu 7 Kilometer weit reichen kann und er holt das geschwächte Reh schließlich ein. Dieses Reh wurde von einem Komodowaran gebissen und die Symptome des Bisses sind zu sehen. Der Komodowaran sieht zu, wie das Reh humpelt und verwirrt wirkt, bis es zu Boden fällt. Dann kehrt der Komodowaran zurück, um dem Reh die letzte Ehre zu erweisen. Als ein Komodowaran am Strand eintraf, wollte das unglückliche Reh gerade einen Tag am Strand genießen. Der Drache beschloss, sich das Reh als Essensersatz auszuleihen. Um das Reh zu töten und zu bergen, tauchte der Drache ins Wasser. Nummer 13. Eidechse gegen Kaninchen. Ein Guana-Marshall findet nach zahlreichen Beschwerden der Clubmitglieder heraus, dass auf seinem Golfplatz Kaninchen leben. Also folgt er ihnen und dringt in einen Kaninchenbau auf dem Golfplatz ein und teilt dem Kaninchen mit, dass es vertrieben wird. Als das Kaninchen sich weigert, tötet der Gonner es und verschlingt es. Das arme kleine Kaninchen wird von einer Guana-Eidechse geschnappt und die Eidechse verschwendet keine Zeit damit, das pelzige Tier zu verschlingen. Diese Eidechse schnappt sich ein ziemlich großes Kaninchen und trägt es an der Kehle. Das Kaninchen ist noch nicht tot, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es an der Perlenpforte steht. Nummer 12. Eidechse gegen Hund. Eine Varaneidechse wird von zwei weiteren Hunden angegriffen. Obwohl diese Eidechse deutlich größer und lebendiger ist, schienen die Hunde unbeeindruckt zu sein. Während der zweite Hund zusieht, schlägt einer der Hunde weit auf den Schwanz der Eidechse ein. Der Kampf ist für die Hunde schwieriger, aber es kämpft nur ein Hund mit der Eidechse, weil der andere anscheinend im Urlaub ist. Um Raubtiere zu vermeiden, können viele Echsen ihre Schwänze abtrennen. Eine Praxis, die als Autonomie bekannt ist. Das kann man in diesem Video sehen. Zwischen diesem Hund aus der Nachbarschaft und einem vorbeikommenden Reptil ist ein Kampf ausgebrochen. Als der Hund die Eidechse beißt und wirft, scheint der Hund die Oberhand zu haben. Die Eidechse kann entkommen, indem sie sich totstellt. Also steht es unentschieden.
Bevor er ein Reptil beißt, umkreist dieser Pitbull es. Die Eidechse ist widerstandsfähig und kann den ersten Angriff abwehren. Der Pitbull startet einen zweiten Angriff und beißt die Eidechse. Aber das ist nur von kurzer Dauer. Der Hund kaut der Eidechse die Kehle durch und tötet sie schließlich. Nummer 11. Eidechse greift Büffel an. Dieser Wasserbüffel zieht sich in ein kühles Schlammbad zurück, während der Drache von seiner Mahlzeit träumt. Die Beute ist über 680 Kilogramm schwerer als der Jäger. Nimmt es der Drache mit einer so großen Beute auf? Selbst ein Tiger würde sich zweimal überlegen, bevor er dieses riesige Tier angreift. Aber der Büffel würde den Drachen einen ganzen Monat lang ernähren. Der Büffel sieht den Drachen nicht als Bedrohung an und doch glaubt der Drache, dass er eine Chance hat. Der Drache schlägt zu und der Büffel schüttelt sich frei. Der Drache gibt nicht auf und der Büffel ist verärgert und geht weg. Aber jetzt wird es interessant. Die unsichtbare Waffe des Drachen zeigt seine Wirkung. Und das ist das Gift, mit dem er den Büffel infiziert hat. Ein paar Komodos umringen ein Büffelkalb am Boden, aber die Büffelmutter rennt nicht weg. Vielleicht ist sie sich des Giftes der Drachen noch nicht bewusst. Ein zweiter Büffel kommt zu Hilfe. Die beiden Büffel versuchen, die Drachen abzuwehren. Aber die Drachen rühren sich nicht von der Stelle. Nummer 10. Eidechse gegen Eidechse. Nein, diese beiden Warane umarmen sich nicht und zeigen ihre Zuneigung füreinander. Sie ringen miteinander und versuchen sich gegenseitig zu dominieren. Die Rauferei dauert eine Weile und wir haben einfach keine Zeit zu warten, bis die beiden fertig sind. Diese Bartagame verschluckt ihr Mittagessen, eine kleinere Eidechse. Ich schätze, die Leute sehen ihren Haustieren gerne beim Fressen zu. Ich gehöre nicht dazu, aber hey, jedem das seine. Es sieht so aus, als wäre diese Eidechse durch die falsche Tür gegangen und hätte ein One-Way-Ticket in die Vergessenheit bekommen, als die große Eidechse sie ganz verschluckt hat. Der Mann zieht die Eidechse aus dem Maul des Jägers und du kannst sehen, dass sie tot ist. Diese langnasige Leopardenechse greift einen Tigerpeitschenschwanz an. Mitten im Kampf taucht eine orangefarbene Stachelechse auf und sie haben einen Dreier. Nummer 9. Eidechsenjagd. Dieser Varan findet einen Frosch, der auf der Suche nach Fliegen ist. Und stattdessen wird der Frosch wie eine Fliege behandelt, da die Echse ihn übel zugerichtet hat, bevor sie ihn verschluckt. Das ist das erste Mal, dass ich eine Eidechse sehe, die einen Fisch auf der Couch frisst. Wer sieht denn auf dieser Couch fern? Und es ist mir egal, ob sie mit Decken zugedeckt ist. Das ist eklig. Diese arme kleine weiße Maus rennt in diesem Terrarium um ihr Leben, nachdem sie der Eidechse zum Fraß vorgeworfen wurde. Die Maus rennt überall hin, um das Schlimmste zu verhindern. Aber früher oder später wird die Eidechse sie schnappen. Und ich glaube, es wird eher früher sein. Die Eidechse flankiert die Maus und boom, das ist ein Hole-in-One. Nummer 8. Schlange gegen Eidechse. Diese Eidechse scheint ihr Glück im Maul der Schlange in unserem Thumbnail gefunden zu haben. Ich kann dir versichern, dass dieses Reptil keine Probleme mehr haben wird. Eine tödliche Kobra taucht aus ihrem Versteck auf, angelockt vom Duft der schlüpfenden Krokodileier. Als die Kobra in die Nähe des Nestes kommt, stellt sie fest, dass ein anderes Raubtier bereits angekommen ist. Ein Varan verteidigt sein Revier und weigert sich der Kobra kampflos den Boden zu überlassen. Obwohl die Schlange gefährlich ist, sagt er ihr, wer es findet, darf es behalten. Beide schätzen sich gegenseitig ab und versuchen dann den anderen einzuschüchtern, indem sie größer werden. Der Varan flieht, als die Kobra zum Angriff ansetzt, aber nicht bevor er mit seinem Schwanz einen Abschiedsschuss auf die Schlange abgegeben hat. Die Kobra hat den ganzen Eierschmaus für sich allein, nur dass die Schalen leer sind. Diesmal lacht die Varanechse zuletzt. Noch bevor der Kampf begann, war er schon vorbei. In diesem Video greift eine braune Königsschlange eine Blauzungenechse an. Als die Echse versucht zu fliehen, packt die Schlange sie am Hals. Die Schlange fragt, hey Kumpel, was glaubst du, wo du hingehst? Die Eidechse sagt der Schlange, ich komm wieder. Oh nein, das wirst du nicht, antwortet die Schlange, während sie die Echse zurückfordert. Ist dieses Paar ein Paar? Wann wird die Schlange die Eidechse fressen? Hier ist eine Eidechse in einer prekären Situation. Sie atmet noch und versucht, den Angriff der Schlange abzuwehren. Aber das ist gar nicht so einfach. Die Schlange erdrückt die Eidechse nicht nur, sondern vergräbt auch ihre Reißzähne in ihrem Körper. Als die Schlange glaubt, dass die Eidechse tot ist, löst sie ihre Reißzähne und stürzt sich auf den Kopf der Eidechse, um sie ganz zu verschlingen. Da die Eidechse aber immer noch lebt und man sie atmen sieht, schluckt die Schlange sie weiter. Wenn die Eidechse anfängt, sich zu winden, muss die Schlange in den Angriffsmodus zurückkehren. Und die Eidechse stirbt nach 7 Minuten, damit die Schlange sich ernähren kann. Eine Schlange sitzt auf einem Baum und verschlingt zufrieden eine kleine Eidechse. Als ich das sah, hielt ich es zunächst für eine neue Leuchte aus dem Baumarkt. Aber als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass es eine Schlange war, die eine Eidechse verschlang. All das findet in der Küche eines Mannes statt. Dieser Typ verdient seine eigene Kochshow im Fernsehen. Nummer 7. Schlange greift Frosch an.
Diese rotseitige Wasserschlange ist auf der Suche nach einem gefleckten Teichfrosch und sie stößt auf einen. Die Schlange nähert sich dem Frosch, aber der springt ohne zu zögern in die Luft. Aber die Suche ist noch nicht zu Ende und die Schlange versucht einen weiteren Schlag, verfehlt ihn aber. Der Frosch bewegt sich schnell. Die Schlange versucht einen anderen Ansatz, aber der Frosch ist untergetaucht. Ich denke, das ist nicht der beste Ort, um sich zu verstecken. Besonders, wenn eine Wasserschlange versucht, dich zu verschlingen. Aber was weiß ich schon. Nach einer langen Verfolgungsjagd fängt die Schlange schließlich den kleinen Frosch und verspeist ihn zum Frühstück. Ein Ochsenfrosch wird von einer Wasserschlange gepackt, aber der Frosch ist hartnäckig, wehrt sich und versucht sich zu befreien. Die Schlange hat alle Mühen, den Frosch zu töten, aber schließlich verschluckt sie ihn ganz. Die Schlange schnappt sich einen Frosch und der Frosch scheint sich nicht darum zu kümmern. Die Kröte stirbt langsam, während sie versucht, sich aus dem Griff der Schlange zu befreien, aber nichts funktioniert. Nummer 6. Schlange gegen Kuh. Diese Schlange richtet verheerenden Schaden an, als sie versucht, eine Kuh zu ersticken. Die Kuh hingegen weigert sich, ihre missliche Lage zu akzeptieren, befreit sie schnell und verschwindet. Diese Schlange ist so gefräßig, dass sie eine Kuh angreift. Ja, das stimmt, eine Kuh! Sieh dir an, wie die Schlange die Kuh aus ihrem Gehege lockt und sich dann an ihr Bein klammert. Ist das wirklich passiert? Warum beschließt die filmende Person, aus Gründen, die ich nicht verstehe, aufzuhören? Nummer 5. Schlange gegen Ratte. Diese Ratte hatte keine Ahnung, dass sie in großer Gefahr schwebt. Sie bewegt sich weiter um die Schlange herum und tritt sogar auf sie, während die Schlange auf den idealen Moment zum Zuschlagen wartet. Das wird nicht lange dauern. Die Schlange wartet auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen und schlägt dann auch zu. Nachdem das Gift gewirkt hat, wird die Ratte sofort verschlungen. In diesem Video wird eine Schlange mit 6 Pinkies, also neugeborenen Mäusen, gefüttert. Die Schlange nimmt sich einen Pinky nach dem anderen und verschlingt ihn vollständig. Dann kommt sie zurück, um mehr zu holen. Die überlebenden Pinkies schlafen tief und fest, ohne zu wissen, was sie erwartet. Nummer 4. Schlange gegen Ziege. Diese Schlange zerrt eine Ziege aus dem Wald und verschlingt sie ganz. Die Ziege ist bereits tot, wahrscheinlich wegen der Schlange. Sieh dir an, wie lang die Schlange ist, als sie beginnt, die Ziege ganz zu verschlingen. Diese Ziege wird von einer riesigen Python verschlungen. Die Ziege wurde innerhalb von 4 Stunden von der 3 Meter langen Schlange verschlungen. Das ist eine lange Zeit, um am Esstisch zu bleiben. Aber Schlangen sind dafür bekannt, dass sie sich beim Essen Zeit lassen. Schlangen liegen dieser Ziege am fernsten. Aber wenn sie nicht aufpasst, wird sie das Letzte sein, was sie sieht, bevor sie in den Ziegenhimmel kommt. Die Schlange krabbelt langsam auf die Ziege zu und wartet darauf, ihr aufzulauern. Wenn die Schlange näher an die Ziege herankommt, kannst du sehen, wie groß sie ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die Ziege es bemerkt hat, aber sie steht immer noch da, wo sie vorher war. Die Schlange hat sich auf die Ziege zubewegt und erdrückt sie gerade. Die Ziege versucht tapfer zu fliehen, aber die Macht der Schlange ist gewaltig. Da die Schlange die Ziege zerquetscht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie erstickt. Zum Glück ist die Frau erfahren im Umgang mit so großen Schlangen und kann mit Hilfe eines kleinen Kindes die Schlange entwirren und von der Ziege entfernen. Dieses Mal schleicht sich eine Schlange an ein Ziegenbaby heran. Die Schlange ist über die neugeborene Ziege gewickelt und es sieht fast so aus, als würden sie sich aneinander kuscheln und eine Folge Tarzan anschauen. Die Ziege jammert vor sich hin und die Schlange scheint der Ziege aus irgendeinem Grund nichts tun zu wollen. Ein Mann eilt herbei, um die neugeborene Ziege zu retten und die Schlange zu entfernen. Es ist unglaublich, wie die Menschen in dieser Region der Welt riesige Schlangen aufheben, als wären sie Hamster. Nummer 3. Schlange gegen Vogel. Wegen ihrer spinnentierähnlichen Schwanzform ist diese Schlange als iranische Spinnenschwanzviper bekannt. Die Schlange, die bisher nur im westlichen Iran gesehen wurde, verteidigt sich und jagt mit ihrem Schwanz. Die Konstruktion ist so gestaltet, dass sie wie eine sich bewegende Spinne aussieht, wobei die Schwanzspitze gewellt ist, um potenzielle Beute anzulocken. Diese Gabun-Viper frisst alles, von Mäusen und Vögeln bis hin zu jungen Antilopen und Affen. Es macht ihr nichts aus, wenn du einen winzigen Fehler machst. Wenn sie einmal ein Ziel ins Visier genommen hat, gibt es kein Entrinnen mehr vor ihr. Ihr Schlag ist nicht der schnellste der Schlangenwelt, aber mit über 6,1 Meter pro Sekunde erledigt sie ihren Job ziemlich gut. Der Schlag betäubt den Vogel und die komplizierte Giftkombination durchflutet seinen Körper schnell. Während sie darauf wartet, dass ihr Opfer stirbt, justiert die Schlange ihre Reißzähne. Manchmal können sie extrem lästig sein. In weniger als 10 Minuten ist alles vorbei. Auf der Suche nach Nahrung dringt diese riesige Anaconda in einen Hühnerstall ein. Die Hühner bekommen Angst, als sich die Schlange nähert, und eins von ihnen wird getötet. Für eine so riesige Schlange ist es ein leichtes, ein Huhn zu töten. Nummer 2. Python gegen Hirsch. Geduld ist eine Tugend in der Welt der Raubtiere. Eine Schlange verlangsamt ihre physiologischen Funktionen, um Energie zu sparen, während sie darauf wartet, dass eine Mahlzeit in Schlagdistanz kommt. Es gibt nur noch eine Zündflamme und es kann Wochen dauern, bis sich die Dinge ändern. Im Vergleich zur Schlange scheinen alle anderen Säugetiere eine Menge Energie zu verbrauchen. Wenn eine Schlange sich schnell bewegen muss, kann sie das mit Halsbrecherer Geschwindigkeit tun.
Wie viele Raubtiere jagt die Python im Dunkeln? Sie hat Sensoren an ihrer Nase, mit denen sie feststellen kann, ob Beute in der Nähe ist. Die Python hält ihre Opfer mit ihren Kiefern fest und nutzt dann die Fesselung als zweite Waffe in einem zweigleisigen Angriff. Die Python zieht ihren Griff um den Springbock mit jeder Ausdehnung fester an. Wenn die Python ihren Griff fester macht, wird jeder Atemzug flacher, bis der Tod durch Strangulation eintritt. Diese Python hat einen der größten Mägen der Welt und kann ein Jahr lang keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Nummer 1. Schlange gegen Alligator. Burmesische Pythons sind eine südasiatische invasive Art, die sich in den Everglades von Florida angesiedelt hat. Als Top-Raubtiere konkurrieren diese riesigen Würgeschlangen mit amerikanischen Alligatoren. Zum ersten Mal in der Geschichte konkurrieren diese beiden Spitzenprädatoren nun um dieselben Ressourcen. Großalligatoren haben aufgrund ihrer gewaltigen Kiefer einen großen Vorteil gegenüber Pythons. Mit einer Kraft von etwa 900 Kilogramm pro Quadratzoll packt der Alligator die Python. Die Python ist mit ziemlicher Sicherheit nicht in der Lage, sich zu befreien. Nach einem langen und anstrengenden Kampf kommt es zu einer unerwarteten Wendung der Ereignisse. Der Alligator gibt auf. Die burmesische Python ist dafür bekannt, dass sie den Alligator in seltenen Fällen in die Flucht schlägt. So auch in diesem Fall. Nach einem dramatischen 5-stündigen Kampf am Lake Moondawa in Queensland, Australien, der mit der Kamera festgehalten wurde, kämpfte eine Schlange mit einem Krokodil, rang mit ihm und fraß es schließlich ganz auf. Das Krokodil wurde von der 3 Meter langen Python zu Tode gewürgt, bevor es ans Ufer geschleppt und vor den Augen eines schockierten Publikums ganz verschlungen wurde. Die Python beginnt, den kleinen Alligator zu ersticken, indem er sich um ihn wickelt. Der Alligator versucht wütend, sich zu befreien, aber die Python hat seinen Kopf bereits verschlungen. Wenn er nicht gerade Houdini ist, wird der Alligator wohl kaum aus dieser Situation herauskommen. Echsen und Schlangen sind gruselig, aber man muss sagen, dass mich der Pirenti am meisten beeindruckt hat. Welches Tier hat dich am meisten beeindruckt? Verrat es uns doch in den Kommentaren unten. So, das war's mit unserem Countdown der 15 Jagdmomente der tödlichsten Reptilien, Echsen und Schlangen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du davon hältst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.